was ganz anderes zwischendurch machen, denn Mario Gomez ist der aktuelle Gast im Phrasenmäher, unserem Podcast. Und da hat er bei meinem Kollegen Henning Feind ja wahnsinnig viele spannende Hintergründe aus seiner Karriere nochmal erzählt. Also klare Hörempfehlung hier. Und wir wollen uns mal einen Ausschnitt zu Cristiano Ronaldo anhören, wie Gomez, ja, mit welchem Respekt er von der Einstellung Ronaldo spricht und vor allen Dingen, welche Folgen das sogar auf Lionel Messi mittlerweile hat, laut Gomez. Bitteschön. Von Cristiano Ronaldo kann man halten, was man will. Aber was der natürlich, wir sprechen immer von Influencern, der einzige wirklich, der für mich einen echten krassen Mehrwert für meinen Job hatte, ist Cristiano Ronaldo. Wie der Leute beeinflusst hat, weil er ihn tagtäglich vorführt, was für eine harte Arbeit es ist, so einen Körper zu haben. Also der hat ihn ja nicht, der hat eine gute Genetik und dazu arbeitet er einfach so krass daran. Und die jungen Spieler, die rennen dem, die peitschen dem hinterher, die wollen genauso sein, die trinken alle keinen Alkohol mehr, die sind alle in ihrer Freizeit daheim in ihrem Privatgym, die haben alle noch einen Physio, der sie dann behandelt, die trinken alle ein Wasser, das schon irgendwie viermal so, also die Hingabe und die Professionalität für den Job ist so viel größer wie zu meiner Zeit und das hat natürlich selbst Lionel Messi, also Lionel Messi sieht heute aus, der sieht ja aus, also der ist auf dem Weg, auf dem besten Weg, in Ronaldo zu werden, weil er plötzlich im Gym abhängt, weil er weiß, Typ, der ist 3 Jahre älter wie ich und der ist immer noch topfit. Ich muss jetzt irgendwann mal Gas geben, dass ich auch so lange spielen kann. Mhm. Sogar seinen besten Konkurrenten hat er angetrieben, irgendwie Gas zu geben. Und das ist schon, das ist die Power, die ich sehe, die Social Media im Fußball auch hat, diese Vorbilder zu haben und auch wirklich auf die richtigen hinzuweisen und zu sagen, hier, das, schau dir das mal an. Das ist schon ein krasser Mehrwert für den Fußball auch. Mario Gomez, der ja technischer Direktor bei Red Bull Soccer International ist, Herr Reif. Das heißt, er kriegt mit, wie viele Fußballer der heutigen Generation denken. Ich fand das hochspannend zu sagen, dass wirklich viel auch in Sachen Ernährung, Fitness darauf zurückzuführen ist, dass die alle dem Ronaldo da an der Stelle nacheifern, im besten Sinne in dem Fall. Absolut. Wir haben ja vorhin über Ronaldo, über andere Facetten seines, absolut, seines Charakters geredet. Und über die Endphase seiner Karriere, das war sie nämlich schon bei Manchester United, und über das, wie er seine Karriere gestaltet hat. Das ist doch völlig klar. Messi hat das gottgegebenere, kann man das steigern? Lass mich gar nicht erst versuchen. Der war mit einem Fußballtalent oder ist mit einem Fußballtalent gesegnet, das hatte Ronaldo nicht. Ronaldo hatte alle Anlagen, aber nicht dieses Gottgegebene. Der musste sich viel mehr erarbeiten und das hat er sehr schnell begriffen und kam aus kleinen Verhältnissen, Messi auch. Ronaldo hat den richtigen Schluss gezogen und er ist für alle Vorbild geworden, wie man arbeiten, auch zu Talent, und er hat natürlich auch Talent, also jetzt nicht falsch verstehen, nur nicht das Messi-hafte. Messi kommt eher von der Ich kann's Seite und Ronaldo eher von der Seite, ja, aber dafür, um so zu werden, ganz nach oben, muss ich noch viel mehr tun. Und wer das nicht begreift, geht Liga für Liga runter und spielt dann irgendwann in der dritten Liga und fühlt sich da aber auch ganz wohl. Wenn du gegen Ronaldo spielen willst und willst mit ihm sich messen, musst du selbst ein Messi, musst dann sagen, pass auf, nur, ja, das geht bis zum 29. Lebensjahr und danach, wenn ich dann immer noch darum zwutscheln will zwischen den Abwehrspielern, muss ich ein bisschen mehr tun. Also Mario Gomez zu Ronaldo und Messi, und der Name Messi fällt auch nochmal im Vergleich zu, ja, jetzt werden Sie wahrscheinlich staunen, Torwart Manuel Neuer. Die beiden haben ja zusammen eine Zeit lang bei Bayern gespielt, Neuer und Gomez, und auch in der Nationalmannschaft, und auch da spannend, was Gomez voller Ehrfurcht über Manuel Neuer zu erzählen hat. Ich weiß gar nicht, ob uns allen bewusst ist, dass wir alle mit einem Torhüter gerade leben, der ein komplettes Spiel revolutioniert hat. Das wissen wir, werden wir erst in 20 Jahren, werden wir das erst begreifen. Mhm. Dass das der Torhüter ist, der allen verdeutlicht hat, dass die Pille am Fuß genauso wichtig ist wie in der Hand und dazu noch der beste Torwart ist. Also der am besten die Bälle fängt und dann auch noch am besten kicken kann. So, das heißt, Manuel Neuer ist für mich ein, das ist, ich würde den auf eine Stufe mit Messi setzen. Messi auf dem Feld und Manuel im Tor. Mhm. Das ist so gleiche Kategorie. Das wissen wir nur alle nicht, weil es nicht so spektakulär wie bei Messi aussieht vielleicht. Ja, auch das finde ich eine super Betrachtung nochmal von Manuel Neuer, von jemandem, der mit ihm zusammengespielt hat. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, der hat Torwartspiel neu erfunden. Und
perfektioniert es weiterhin. Und erinnert sich mal an die WM, wo wir Weltmeister wurden, 2014. Vor 10 Jahren, Herr Reif. Ja, wo der Libero spielte. Erinnern Sie sich noch an das gegen Algerien, was der da veranstaltet hat, da hinten. Manuel gesagt, dass, Libero. Ja, ihr seid verrückt geworden, jetzt geht's den Bach runter. Und was der kann und konnte. Nein, der hat das Spiel. Ich weiß doch, dass also das erste Spiel für Schalke war ich unten gestanden und er kam. Und dann, ich weiß nicht, wer damals Trainer war, ist egal. Jedenfalls brachte der den mit roten Bäckchen, 19 oder was. Und ich dachte, das kann man doch dem Kind nicht antun. Der kam da raus und die Schalker tobten. So, und danach wurde er das, was er heute ist. Nein, das ist schon. Ich glaube, das wird falsch, Mario, das wird keine 10 Jahre dauern. Das wissen alle, die heute ein bisschen, die musst du dir ja nur angucken, die heute erfolgreich Fußball spielen wollen. Das Umschaltmoment beginnt in der Regel beim Torhüter. Und wenn der zu lange braucht, um umzuschalten, weil er die Füße dafür nicht hat oder die Beine, dann ist die Gelegenheit weg. So einfach. Und damit hast du einen Vorsprung, weil du brauchst Zeit und Raum. Den schafft dir ein Torhüter. Jeder versucht es heute und die es nicht können, die kassieren Slapstick-Tore. Wir beide kennen ja noch die Fußballzeit, zu der der Torwart einen Rückpass in die Hand nehmen durfte. So ist es. Aber eines möchte ich noch sagen. Heute kippt das zu sehr um. Alle wollen sich an Neuer orientieren und Neuer Kürzing hat auch den einen Pass da in die Mitte zu Müller. Und so. Wo er ihn mit dem linken hochholt und dann so, mit dem anderen und dann schießt. Immer nur von hinten aufbauen. Manchmal muss man ihn weghauen, 70, 80 Meter. Bei Guardiola ist jetzt langsam, kommt so ein bisschen was wegen Haaland, aber ansonsten war das verboten. Also ein Abschlag eines Torhüters, der wurde sofort verkauft. Es wurden auch keine Ecken nach innen geschlagen. Dann musste alles so zelebriert werden. Dieses Torwartspiel, wie sie es heute zuweilen machen, denkst du, hör auf. Der Pass geht jetzt nicht dann nochmal ins Zentrum in die Mitte und neu über den Sechser und professoral aufbauen. Sondern manchmal muss man auch einfach, weil der Gegner presst, weghauen. Und da gibt es merkwürdige Tore. Das hat alles auch Neuer zu verantworten im Übrigen. Weil so wie sich andere an Ronaldo und an Messi orientiert haben, orientieren sich alle an Neuer. Mancher kann es, der andere nicht. Lassen Sie uns noch kurz über Mario Gomez sprechen, der ja nach seiner Karriere ja sich etwas zurückgezogen hat. Auch jetzt muss ich sagen, höre ich oder sehe ich ihn selten in Interviews. Ich höre ihm aber unglaublich gerne zu. Mhm. Finde ich, hat eine sehr ruhige, reflektierte, sehr gut einordnende Art. Ist das jemand für Sie, wenn Sie ihn jetzt auch so im Phrasenmäher erleben, ja, über den man auch reden muss, wenn man über Manager in der Bundesliga beispielsweise spricht, wenn er das schon für Red Bull international in einer etwas mehr koordinierenderen Rolle, nicht so operativ, ja, den kaufen wir jetzt tut, wäre doch eigentlich der perfekte RB-Chef. Und einfach ja. Einfach ja. Er macht das völlig richtig, er hat auch was zu tun und muss nicht nur durch die Lande tingeln und quatschen. Deswegen hört man nicht, der wird nicht fürs Quatschen bezahlt, sondern dass er einem Konzern mit sehr, sehr viel Geld, der sehr viel Geld ausgibt, hilft, das Geld vernünftig auszugeben. Und zwar, sind ja global aufgestellt. Nee, der hat die Fußballschuhe ausgezogen und hat daraus was gemacht dann. Wir gehen zur Premier League.